Hey und willkommen hier zum allerersten Let's Play zum Schloss hier, das Schloss Windenburg, das ich gebaut habe in, ich glaube, 15 Teilen, ja, so viele. Alles im Schnelldurchlauf, mehrere Stunden, also wirklich, ich glaube, fast einen Tag insgesamt Bauzeit. Das ist wirklich krass, also ich möchte heute mal spielen und ich möchte nochmal die Sims zeigen, die wir zusammen erstellt haben im Livestream. Yay, letztes Mal, ja, im Livestream, da haben wir die Schlossfamilie erstellt und da ist die Oma natürlich dabei, die böse Oma. Wir gucken nochmal auf die Merkmale. Wie heißt sie denn eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr hier. Die Elisabeth von Windenburg, die ist Herrenhausbaronesse, ja, ja. Und das Schloss, das gibt es auch in der Disney-Galerie als Download, natürlich wie die Familie auch. Und wir gucken jetzt gleich mal, ja, der Daniel spielt, genau. Die ist Snob, die ist ein Hitzkopf, die ist sparsam, ne? Ja, geizig, ne? Selbstsicher, klug, ja, wegen Abschluss des Bestrebens stinkreich. Und die ist geschäftstüchtig, ja, das ist so die alte Schlossherrin quasi. Und die hat hier so einen geheimen Raum hier, hinter der Bücherregaltür hier. Ja, ja, guck mal einer an hier. Die schon gleich mal, ist gleich mal gefunden schon hier. Wir sollen gleich mal abschließen hier, nur für sie und nur für, abschließen für jeden außer Elisabeth. Ne, da darf nämlich niemand rein. Und da hat die ihren geheimen Hexenkessel hier stehen. Ja, und dann gibt es noch den Henry von Windenburg. Das ist ihr Mann. Man weiß es nicht so genau, ob sie ihn umgebracht hat. Aber ja, es liegt nahe. Das ist nämlich so ein Guter, der ist kindisch, der ist häuslich, das ist ein Genießer. Und ein Ableben durch Wut. Ne? Der hat sich wahrscheinlich so aufgeregt, dass er gestorben ist. Ne? Also... Der war so wütend auf die Alte, dass der einfach dann zum Geist geworden ist. Ja, der lebt ja auch mit in der Familie. Und hier ist auch gleich der Leonardo. Das ist der Papa. Das ist der Papa, der Leonardo von Windenburg. Das ist so ein tollpatschiger, aktiver Bücherwurm. Und der hat einen hohen Stoffwechsel, ne? Ist cool. Bisschen crazy auch. Ja, und dann kommen wir zu Diana. Das ist eine hübsche Frau. Was macht die denn im Partykeller hier? Was macht die im Partykeller? Partyschlosskeller. Diana von Windenburg. Das ist unsere Kate quasi, unsere Prinzessinnen-Mami. Und ja, dann gehen wir weiter. Die ist romantisch, familienbewusst, liebt die Natur und eine Sammlerin. Und dann haben wir noch den James Butler. Das ist der James Butler. Hallo James, komm, spiel mal hier. Du machst Hufeisenwurfspiel. Ja, ja, das macht man so am Schloss, ne? Wenn die Pferde mal ausgebüxt sind, leider. So. Ah. Bisschen Loser, ne? Der ist eigentlich ordentlich, der ist gut, der ist Perfektionist und schneller Lerner. Und dann gehen wir weiter zu seinem Bastard, den Jamie von Windenburg. Das ist der Sohn quasi von der Kate und von dem Butler, sage ich jetzt einfach mal. Der ist faul, der ist tanzwütig und ist ein Grübler. Und ja, wir müssen über unseren Bastard sprechen hier. Was machst du denn in der Angestelltenküche? Ja, der lebt hier unten bei den Angestellten, die es noch gar nicht gibt. Die müssen wir das noch einstellen. Und der hat hier so eine Bude, den habe ich das so eingerichtet. Der hat hier so ein Bastardzimmer irgendwie, ne? Das schönste Schlafzimmer im ganzen Schloss hier. Ja, da lebt der. Der läuft irgendwie so ein bisschen rum hier. Und der ist halt, ne? Darf halt da leben, aber halt nicht im Richtigen. Wer läuft denn da? Das ist die eine Prinzessin. Das ist die böse Prinzessin, die Victoria von Windenburg. Die Victoria, ja, die ist böse. Die ist wirklich von Grund auf böse. Und die hat noch eine Schwester. Die hat noch eine Schwester. Zwillinge, die Sophia von Windenburg, und das ist so die Liebe, ne? Ja, das ist die Liebe, die ist kreativ und verspielt und so, und die ist schon auf dem Schlossbalkon und spielt hier, und da haben wir das Zimmer, und die hat ein blaues Zimmer, und die Sophia, und die hat dieses pinke Zimmer, natürlich, ne? Ein Mädchentraum hier. So, ja, ja. Hätte man auch rot machen können, ne? Viele haben gesagt, sieht aus wie ein Jungenzimmer, aber ja, die ist halt so ein bisschen, ja. Wenn ich ihn wirklich nochmal ein Mädchenzimmer gemacht hätte, hätte es geheißen wieder, so voll typisch Mädchen. Da heißt denn, dass Mädchen alle rosa wollen? Nein. So, ja genau, ich spiele 5 Stunden, ist klar. So, da ist unser Partykeller und da ist der Jamie zu Hause, der wohnt da so ein bisschen, wie gesagt, auf diesem Stockwerk. Das ist der Jamie von Windenburg. Und ich würde sagen, wir holen uns mal ein paar Angestellte. Und das darf die Alte machen. Die Alte, die darf das machen. Was macht denn die Alte? Die ist auf dem Dachboden hier. Da darf nur sie hoch. Da kommt man nur hoch, wenn man irgendwie, wenn man durch irgendeinen Heimgang durchgeht. Die macht hier Holo-Spiel heimlich, ne? Die ist doch noch so ein Kind, obwohl die böse ist. Sie tut wahrscheinlich nur so böse. So, da ist ihr Paradies hier. Und da dürfen die Kinder nicht rein. Obwohl hier voll viele coole Sachen gibt hier. Ja. Da könnte auch der Jamie eigentlich wohnen, ne? Könnte man vielleicht noch ein bisschen um. Was wird schon dunkel hier? What? What? What ist los hier? Was machst du?
ihr holt euch alle ein Müsli. Hey, haben wir keine Angestellten? Genau, wir wollen jetzt Angestellte anrufen. Und das machen wir über das Telefon. Wir holen gleich mal einen Service engagieren, ne? Hör mal auf zu zocken hier, komm. Hör auf mit deinem Pokémon-Holo-Spiel hier. Wir machen jetzt hier eine regelmäßige Haushaltshilfe. So, komm, ruf an, auf, komm. Und nochmal gleich dann. Hallo, ich hätte gerne eine Haushaltshilfe. Wir haben ein ganz kleines Häuschen, ne? Ist eigentlich komisch, dass die Haushaltshilfe genau gleich viel kostet bei einem riesen Schloss für 1,5 Millionen Simoleons. Und bei dem kleinen Mini-Haus kostet sie genauso viel. Und wir können mal... Oh ja, die holt sich mal einen Masseur, ne? Vielleicht hat die einen hübschen Masseur dann. Masseur, genau. Masseur. Tutu. Paula Dick, ja. Schade, dass man die Sims nicht erstellen kann am Anfang mit gleich Fähigkeiten. Wenn ich dem Butler gleich mal die Kochfähigkeit hochgemacht, das ist leider nicht so. Jetzt haben wir einen tollpatschigen Butler. Was machst du denn? Wo bist du denn unterwegs, lieber Butler? Du musst hier aufräumen alles, ne? Danke. Du bekommst Unterstützung von einem Hausmädchen. Ah, da bist du schon richtig, genau. In der Küche, hier ist gut. Hier ist die Schlossküche. Und die Schlossküche, du kommst nicht ran in den Kühlschrank? Nee. Echt jetzt? Hör mal auf. Nee, du laberst noch mit der Diana. Ist die auch hier? Wo ist denn die? Ich sehe die gar nicht. Ich glaube, du redest hier irgendwie... Nee, du willst erst zu ihr. Du solltest hier mal kochen, komm. Kannst du Abendessen servieren und zwar... Gartensalat. So. Oh, es kommt gleich ein Masseur und der ist schon wieder wütend, der Henry. Ich dachte, uns das Haus abfackelt. Wo ist er denn? Was macht er denn? Den Drago schlagen. Unser Schlossgeist, OP. Du wirst doch wohl nicht den Drago schlagen. Hallo. Ja, die Tür ist zu, ne? Pech gehabt. Es gibt was zu essen. Oh, du hast Eis gemacht? Genau, geh mal du in dein Kinderzimmer. Komm, wir machen mal Bett zuweisen hier. Nicht, dass du hier beanspruchen und die hier auch hier beanspruchen. Beanspruchen, ja. Und dann haben wir ja noch hier die Oma. Die schläft ja hier in diesem Schlafzimmer, in ihrem Elternschlafzimmer hier, in dem Hauptschlafzimmer, auf der Mitte, fast auf der Mitte, von der Empore. Und, genau, die beiden hier, die zwei Hübschen, diese esst ihr unten in der Angestelltenküche. Ihr seid doch oben in eurem Gemach hier. Das ist euer Gemach. Da beanspruchet und die ja da hier auch beanspruchet, so. Und geht das überhaupt? Weiß gar nicht. Und der Jamie, der ist unten hier, der darf nicht hoch. Jamie, der ist unten im Keller. Die hockt auch hier unten, na. Genau, Jamie, du bist hier, du musst hier beanspruchen. Und jetzt haben wir alle, oder? Jetzt haben wir alle, genau. Und der Geist, das ist eigentlich egal, wo der pennt. Der ist im Heizungskeller hier. Ja, ja. Ne, Heizungskeller ist komisch. Fühlst du dich wohl im Heizungskeller? Geh mal in den Weinkeller, der ist viel schöner. In seinem Weinkeller. In Besitz nehmen, genau. Der nimmt das Weinfass in Besitz hier und dann wird sein ganzer durchsichtiger Körper von Wein durchdrängt. Dann spürt er vielleicht ein bisschen was noch, der Geist. Yay, so. Ein Geist sollte man sein, ne? Kann man noch in das ungeöffnete Weinfass rein. Sehr cool. Ja. Das schwebt jetzt hier für sich hin, ja. So ist das. Ne? Ja, hübsch dekoriert hier eigentlich, ne? Obwohl es viele Spinnenweben gibt. Wir machen hier mal abschließen und zwar für jeden außer Henry. Weil nur der Henry darf hier rein. Für jeden außer Henry. Und hier diese Bücherregal-Geheimtür. Da darf ja jeder rein, niemand darf rein, aber nur diese Elisabeth. Nur die Elisabeth darf rein und zwar Zutritt gestatten für Henry auch. Na, also da dürfen die beiden rein. Die Türen sind abgeschlossen, kein Mensch weiß warum. Und da, na, die haben doch ihre Bücherregalgeheimtüren, da die alten Schlossherren. Ja, ja. So, unsere Party läuft hier immer noch, oder was? Wir haben hier... Wow, du hast die Tanzfähigkeit erworben. Wo bist du denn? Ah, in unserem Musikzimmer. Der Jamie, der tanzt ganz gern, ja. Jamie. Unser Bastard. So, du kannst hier mal tanzen. Was kann man denn hier machen? Tanzen. Moves presentieren, genau. Armscharm. Genau.
Arm aber Scham, ja, ja. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Komm, du faule Socke. Naja, sieht auch ein bisschen komisch aus. Naja. Naja, also so dolle ist das jetzt auch nicht, ne? Also. Ja. Naja, bisschen Lady Gaga-Style so. So, was macht denn die Oma? Ist sie schon im Bett? Stimmt natürlich, ne? Wir haben gar keine Schlafanzüge und so festgelegt beim Sims erstellen, weil das hat einfach zu lange gedauert. Wir sind gerade mal so durchgekommen mit diesen 8 Sims hier auch. Es gibt hier noch mehr Platz im Schloss. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier, oder ihr habt ja schon gebaut, hier diese Schlafzimmer habt ihr eingerichtet, diese größten Schlafzimmer im Haus, die habt ihr eingerichtet. Und die sind gleich groß, da kann man sich beliebig Schlafzimmer platzieren, wenn man möchte. Ne? Wenn jetzt noch ein Baby dazukommt oder wenn man sagt, jemand zieht aus oder ich möchte doch nochmal irgendwie von dem Butler irgendwie ein Zimmer einrichten oder ja, die Schlossherren sollen umziehen und das Zimmer hier unten können den Butler, wie ihr das machen wollt bei euch im Spiel, einfach nach dem Hashtag Schloss SZ und BZ, ne? SZ Schlafzimmer und BZ Badezimmer, Schloss BZ SZ suchen, also Schloss BZ und Schloss SZ. Und dann ja, findet ihr da ganz viele Zimmer aus der Community. Ich glaube, es sind über 100 oder noch viel mehr. Und da könnt ihr die dann platzieren, einfach aus der Galerie. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das Ding, aber es braucht sehr viel. Also es ruckelt ein bisschen mehr, muss ich sagen, als sonst. Es ist natürlich ein Mega-Grundstück und ich weiß gar nicht, wie viele Objekte hier drauf sind. 1,5 Millionen Simoleons. Das müssen wir erstmal schaffen. Und ja, ja. Ich bin immer auf die Rechnung gespannt. Was macht denn der Leonardo? Er redet mit seinem Bastard. So, hallo. Ist halt im Esszimmer, ne? Das ist auch schön, das Esszimmer. Genau, das solltet ihr eigentlich essen. Aber gut, ich glaube, die verstehen sich schon bald wieder. So, du musst mal hier so ein bisschen den, du bist eigentlich böse auf den, ne? Du bist eigentlich gemein. Du bist beleidigend. Du bist voll der Bastard, voll der Böse. Leonardo ist eigentlich nicht so böse. Das ist eigentlich ein bisschen tollpatschig und so, aber... Böse ist der eigentlich auch nicht. Aber das ist halt der Bastard, ne? Und er hat seine Frau verziehen, so viel zur Story. Falsche Nachricht verkünden, ja. So viel zur Story, aber ja, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. So, du hast gar kein Geld verdient hier. Du musst hier eigentlich rausgehen. Ja, ja. Und dass das Erbe nicht verdient. Ja, hoffentlich holt ich bald das Sensenmann hier. Was? Oh Mann, ich bin doch nur ein Bastard. Der bin da verarscht. Ja, ja. So, wir verschicken dich mit dem Paket irgendwo anders hin. Egal, ich hab was zu essen. Hat er gerade was gesagt? Ja, so, okay. Jetzt gucken wir mal, was macht denn die Dings hier? Was macht denn die? Oh, die schläft hier auch. Ja, wir sind mal mitten in der Nacht schon, ne? Das ist unsere Kate. Die ist hier in diesem wunderschönen Himmelbett-Schlafzimmer. Und mal gucken, was diese für romantische Storys hier erleben. Weil die ist Romantikerin, familienbewusst. Hoffentlich kriegt die kein Baby. Zum Glück sind die der Haushalt voll, ja. So, wo hat sich der hin... Ah, der ist hier in das leere Zimmer noch rein. Das ist unser Butler. Der sieht ein bisschen so aus wie der aus Game of Thrones. Der Littlefinger, ne? Der Kleinfinger. Und... Ja, das ist unser Butler. Ja... Beim Jimmy waren wir gerade und die hat eine Sonnenbrille auf. Guck mal, was die für ein cooles Schlafoutfit hat. Nachtoutfit hier mit Sonnenbrille, ne? Weil das Licht hier an ist. Wieso ist das Licht hier an überhaupt? Ist die Alte noch da drin irgendwo? Ne, die schläft auch. Guck mal eine an. Wir müssen hier mal sagen, automatisch ausschalten in diesem Zimmer, genau. Die müssen eigentlich ausgehen jetzt. Wieso gehen die nicht aus? Ist schon wieder Tag? Doch, jetzt geht's aus, genau. Genau, die müssen hier ausgeschaltet werden. Oh, das Licht strahlt trotzdem noch ein bisschen komisch. Jetzt hat's geklappt. Genau. Oh, die Schmetterlinge, wie die schön leuchten. Die sind aus Kinderzimmer-Accessoires. Oh, sehr schön. Sehr cool. Und dann gehen wir mal weiter. Oh, im Flur brennt noch Licht, ne? Da brennt Dauerlicht im Flur. Jetzt gehen wir mal weiter, Oh, der ist wütend. Wieso ist der wütend? Der ist wütend kacken. Verdrießliches Gespräch natürlich. So,
Das weiß man nicht, ob er wütend ist oder ob er nur feste drückt hier. Ne? So, es geht nicht raus hier. Oh Mann, ey. Ja, gut. Okay, hat geklappt. So, dann gehen wir mal zu Oma. Die schläft immer noch, ne? Oh, die schläft immer noch. Mit der müssen wir auch mal was anstellen. Es sind mir fast sogar zu viele Sims. Ich komme gar nicht klar. Ich bin nur hier am Vorstellen und durchswitchen. So, also die hat hier so einen geheimen Drang hier, aber das ist eigentlich nur so Deko, ne? Weil das ist eigentlich so ein Geister. Ausschalten schnell, nicht? Dass das drauf und draußen niemand sieht hier alles. Ist ja geheim. Ist ja alles abgeschlossen. Ja, wirklich. Komm, da oben haben wir auch nochmal einen Abschluss, weil da oben haben wir eine Gittertür. Kann man die nicht abschließen? Die ist abgeschlossen. Haben wir die Wände hoch. Da, die Bücherregal-Geheimtür. Falls jemand durchkommt, hier trotzdem nochmal. Jeder außer Elisabeth. Darf niemand rein, weil die hat ja oben die Goldreserven gehortet. So, kurz mal zeigen. So. Die hat hier oben die Goldreserven gehortet. Man denkt, hier sind nur Bücher, ne? Hat jemand irgendwie Bücher eingeschlossen? So, ja. Dann geht man hier ums Eck. Aber was ist jetzt passiert? Rüpp. Ah, die steht auf hier. Und dann sind da hinten Goldbarren, ja. Du hast aber ein hässliches Outfit. Zieh dich mal an hier, mach mal Alltagsoutfit hier, genau hier, das hier, bitte. Ja, ja, aber du musst auf Klo, das ist dein eigenes Bad hier sogar in Rot hier, komm mal verwenden. Und, ja, du musst was essen, ne? Komm, dann können wir den Butler mal zur Küche schicken. Es wäre cool, wenn man für jeden Raum so einen Shortcut irgendwie festlegen könnte. Wenn ich dann 3 drücke oder so, dann bin ich in der Küche oder irgendwie so, weil im Schloss ist echt mega viel los. Ein bisschen mal abspülen, wegwerfen, alles hier weg, aufräumen, komm. Stinkt hier alles, ja, ja. Ist noch von der Bauphase, ist mittlerweile schlecht geworden. Komm, du sollst mal kochen und zwar... Nee, du sollst mal hier Caterer, genau. Mach mal Caterer engagieren. Ist auch ganz easy, ne? Kochen. Und zwar Würstchen mit Bohnen. Kennst du mehr kochen? Kochst du für alle jetzt eigentlich oder kochst du nur für dich? Wo bist du denn? Ah, ist eigentlich ganz praktisch, dass der da oben pennt, weil dann kann er direkt die Treppe runter und hat's nicht weit zur Küche, ne? Ja. Da können wir auch mal vielleicht die Küche reinmachen von Gaumenfreund. Oh, die Oma kommt in die Küche, die hat auch Hunger hier. Ey, Butler, was ist denn los hier? Ah, da gibt's noch einen Salat von gestern oder was? Das riecht wie Müll hier. Was geht denn ab hier? Hallo? Mann, da esse ich halt den. Der kann die auch nicht leiden, ne? Sehr unwohl. Hier ist voll müllig und der muss auf Klo. Dann geh doch erstmal auf Klo. Geh doch erstmal auf Klo. Ja, in jedem Eck haben wir doch ein Klo. Ich glaube, da drüben ist gleich eins. Hier ist doch gleich eins. Guck mal einer an. Du bist ja gar nicht angezogen jetzt hier. Nachts um 2 schon hier kochen. Ja, ja, das ist Butler Life hier. Komm mal, ja, na, ja, ja. Komm, Piesel hier mal. Im Spiegel sieht man dich. So, dann musst du jetzt natürlich aber wirklich trotzdem hier aufräumen, ne? Das geht überhaupt nicht. Oh, die Madame hier, die kommt hier auch in die Küche. Morgens auch schon Hunger, ne? Auch schon den Salat hier entdeckt. Ah, und schön Kleidchen gleich umgezogen in der Küche. Der ist doch gar nicht so schlecht. Der ist noch gar nicht verdorben. Der ist noch gar nicht verdorben. Die Alte, der ist doch nur nicht gut genug. Wo isst denn du deinen Salat jetzt, Madame? Das Esszimmer ist eigentlich nicht in der Eingangshalle. Ah, du gehst raus. Weil das Esszimmer ist eigentlich hier, ne? Eigentlich müsste man hier hinkommen. Ja, wo gehst denn du hin? Gehst du raus auf die Terrasse? Ach, zur Oma, die sitzt auch schon draußen. Was habt ihr für komische Zeiten hier? Nachts um 3 Uhr, 3:30 hier auf der Terrasse Salat essen. Na denn, dann guten Appetit euch. So, was macht der Jamie? Der pennt hier noch. Unser Bastard, der pennt hier noch in deinem Schlosskeller. Du musst mal heute eine Party machen, würde ich sagen. Wir machen mal eine Party. Mal eine Party machen. Aber der kennt noch gar niemanden, ne? Job suchen. Da können sie mal echt einen Job suchen. Ja, das ist eigentlich der Bastard, ne? Da muss sie eigentlich keinen Job suchen, der ist eh faul. Der muss noch zur Schule, genau. Der ist noch ein Teenager. Können wir nicht Party machen? A Selfie. Let's make a Selfie. Wo ist ein Party? Sozial, da ist es doch. So, machen wir mal Party. Komm, wir bestellen mal eine Party. Mal gucken, ob das klappt hier. Ja, 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 ja. Wir machen eine Würstelparty. Wir machen einfach eine Tanzparty, ne? Oder ne, wir machen eine Schwarz-Weiß-Party.
Oder eine, oh, das sind schöne Screens auch, ne? Hausparty. Genau, eine Hausparty. Wir haben keinen Gastgeber. Der Gastgeber ist der Jamie. Der Gast, ja, der kennt nur die hier. Ja, die Mami darf kommen und der Geist. So, und der Entertainer. Bestellen wir ein. Und den Mixer, das macht der Rico. Der Mann von der Amelia. Und die Catering macht... Mach mal Miete. Mieten wir einen Caterer, genau. So, wähle einen Ort, genau. Die Schlossfamilie-Residenz. Das Schloss Windenburg. Oh, ist das ein schönes Bildchen, ne? So. So machen wir das. Jetzt wird hier gepartied hier. So, ui, Party-Outfit hier, oder was? Ja, du tanzt ja schon in deiner Bude hier. Aber du musst hier runter in unseren Party-Keller. In der Party-Keller hier, yay. Tanzwettbewerb, hier hingehen, komm. Wollen wir hier Moves präsentieren, hier Arm-Charms. Kannst du mal zeigen, was du drauf hast hier. Jetzt haben wir schon einen eigenen Party-Keller hier. Und mit Dschungel-Feeling. Dschungel-Restaurant lässt grüßen. Natürlich, hast du grün hier im Keller. Und denen geht's gar nicht gut. Unwohl hier, ne? Voll Müll hier überall. Ja, dann räum doch selber auf, Mann. Du bist doch der Butler. Oh, was hast denn du für ein Outfit an? Haben wir das gar nicht festgelegt. Passt aber zu dir voll. Du musst dir selber mal aufräumen. Das geht ja mal gar nicht. Du musst aufräumen. Und der Jamie, der tanzt schon hier. Wir müssen dem mal ein bisschen Tanzmoves hier beibringen. Kann man da nicht irgendwie mal hier... Steuerung, Lautstärke, nee. Wir dürfen leider keine Musik anmachen, zumindest nicht so laut. Und ja, der tanzt jetzt halt hier. Du. Ja, ohne Musik. Na toll. So, wir müssen Leonardo von Windenburg, der geht aufs Klo. Was habt ihr denn alle für komische Outfits an? Aber es geht eigentlich noch, ne? Besser wie diese komischen Dinger da, diese Unterhosen, die komischen Outfits. Und kommen die Gäste denn schon? Wir haben gar keine Gäste, ne? Wir sind ganz alleine. Wir sind ganz alleine hier in der Nacht. Mitten in der Nacht. Ja, so die Tanzfähigkeit. Ich glaube, wir müssen rausgehen mit dir mal. Wir müssen mal auf die Piste gehen. Aber jetzt wollte ich nicht gleich gehen, weil wir haben ja erstmal jetzt hier das Schloss-Let's Play gestartet. Und ihr könnt gerne schreiben, was wir machen sollen. Wer sterben soll und wer heiraten soll und wer ein Baby kriegen soll oder ausziehen soll oder was weiß ich, was ich machen soll. Ui, die sieht aber echt hübsch aus. Guck mal, was die für ein schickes Oberteil anhat hier. Hallo, die Waldfee. Das ist echt eine schicke, ne? Wie sie schön zur Seite geht, wenn der Geist kommt. Du gehst ins Musikzimmer, du bist kreativ, ne? Was machst du denn? Tanzen. Du kannst hier mal Lama tanzen. Du kannst Gitarre spielen. Du kannst ein Lied singen. Ein Lagerfeuer. Des Wanderers Weise hier. Genau, das kannst du machen. Komm. Zeig mal. Zeig mal, was du drauf hast. Nee, ist nicht so schön. Nein, das ist nicht so schön. Hör mal wieder auf. Das macht meine ganze Vorstellung von der hübschen Prinzessin kaputt. Überleg mal, wenn Kate so spielen würde. So, hör mal auf hier. Du gehst jetzt hier was essen auch, oder? Es gibt ja noch Salat, oder? Das ist bald verdorben. Stimmt, ne? Eins übrig. Komm, essen. Und du sollst jetzt mal kochen hier endlich. Das gibt's ja wohl nicht. Frühstück servieren hier. Ein Rührei. Aber lass ja nichts anbrennen, ich sag's dir. Was macht ihr denn immer da unten? Was ist denn das hier? Was ist denn das für einer hier jetzt? Ist das unser Ding, oder was? Caterer. Ah, der macht uns was zum Essen. Ja, cool. Ist das ein Erdbeersalat oder was soll das sein hier? Oder sind das Fleischstücke? Caterer. Sieht aus wie Kim Jong-un so ein bisschen. Party ist jetzt auch nichts mehr so, ne?
Was machst du? Wasser trinken im Spa. Bist im Spa. Guckst dich selber an, ne? So, du kannst doch hier mal, Kätchen hier, du kannst hier mal schwimmen gehen. Runden schwimmen. Komm, macht mal was hier Schönes. Das ist völlig zu dem Schwimmbad und keiner nutzt es hier, oder was? Geht los da rein. Komm mal mit hier, Kate. Kätchen, komm, Kätchen. Nicht den Stinky-Salat essen, komm, ja, lieber auf, sonst bist du noch krank. Naja, das ist nicht so toll. Ein Stinky-Salat hier. Man könnte natürlich auch da rausgehen, in unser Außenschwimmbad, das gibt's auch noch. Ah, da ist der Barkeeper jetzt, ja, perfekt, ne? Bloß die Party ist jetzt ein bisschen verteilt irgendwie. Weil wir haben so viele Bars und der ist jetzt leider zur falschen Bar gegangen, der Rico. Ich dachte eigentlich, der ist Astronaut. Amelia hat ihn doch zum Astronauten geschickt irgendwie. Guck mal, deine Party ist irgendwie lame, Jamie. Die ist voll lame. Du bist ja voll der Schloss-Typi, aber das ist die geilste Bude in ganz Swindenburg. Aber deine Party ist lame, ne? Du bist einfach ein Penner. Wo gehst du denn jetzt hin? Wo gehst du denn hin? Legst dich in die Ecke, hast du wieder gesoffen oder was hier? Was? Der angespannt? Brennt sie oder was hier? Wo? Feuer! Wo? 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 Ich seh's nicht. Feuer, wo? 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 Zeig's mir doch. Ah, die Küche brennt. Scheiße. Hilfe. Jetzt kommen alle, ne? Dass es euch ja schlecht geht. Und wieso bist du jetzt in der Theke drin? Das kann ihm auch nicht sein. No, wer hat denn das jetzt gemacht hier? Oh Mann. Soll er trotzdem zur Schule gehen? Natürlich soll er zur Schule gehen, Jamie. Nicht Jamie schwänzt die Schule natürlich. Du gehst sofort in die Schule hier. Du schwänzt nicht hier. Gibt's ja mal gar nicht hier. Voll der Müll hier. Was kann denn das hier sein, alles? Wir müssen jetzt ersetzen. Aber wir haben ja genug Geld. Wer ist denn das hier jetzt? Wo kommen die her? Entertainerin. Oh, die ist aber hübsch. Ah ja, die räumt auch mit auf. Das ist perfekt, ne? Wenn Entertainer aufräumen, müssen wir öfters mal Entertainer hier irgendwie... Was machst denn du jetzt da draußen? Brennst du auch noch, oder was? Ah, oh, ein Geist. Ja und, jetzt? Der gehört zur Familie. Nee, das ist ein Gast. Nee, das ist der Henry. Von Windenburg. Hat jetzt plötzlich eine andere Frisur. Ist der jünger geworden oder was? Ist er doch ein Opa? Hä? Das zeig ich jetzt nicht. Was ist mit dem Henry passiert? Ich hab's nicht verstanden. Das ist verbrannt. Ausgebrannt. Ich check's nicht. Bist du jetzt jünger geworden oder wie? Bist du verbrannt und jetzt jünger geworden? Ich check's nicht, warum der jetzt jünger geworden ist, der Henry. Der war doch ein alter Sack. Ist der jetzt jünger? Könnt ihr mir das sagen? Das ist voll komisch. Voll komisch hier. Voll fail hier. Ich sag's euch. Was geht denn los hier jetzt mit euch? Was macht ihr jetzt Müsli hier draußen sammeln oder was? Ah, der Jamie kocht. Wo kochst du? Was ist du, Jamie? Aber nicht hier unten auch nochmal abfackeln alles, ne? Ich sag's dir. Holen sich alle zum Müsli. Ja, das können sie, oh Gott. Ja gut, wir machen hier einen Cut für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir spielen natürlich weiter, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe auf jeden Fall Bock hier mit meiner Schlossfamilie. Die ganze Schlossfamilie gibt es auch in der Die Sims 4 Galerie als Download. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge zur Schlossfamilie oder einem anderen Video eurer Wahl jetzt. Und ihr könnt auch mir auf Instagram folgen. Da poste ich immer den Sendeplan und so. Ist ganz witzig dort. Könnt ihr ein bisschen kommentieren auch noch zusätzlich zu YouTube. Und ja, genau. Schlaft jetzt ein bisschen jetzt mal. Der Papi. Und was macht die Diana jetzt? Abschreiben. Abschreiben. Die Kinder schreiben ab, natürlich. Ne? Genau, die Kinder schreiben ab. Die haben genug Geld, die müssen nichts lernen. Ja. Ja. Und die Oma, was macht die? Trinkt ein Glas Wasser jetzt hier mal. Ist halt alles wieder entspannt, ne? Auf dem Klo hier. Genau. Kannst mal in den Ballettsaal gehen und hier ein bisschen Yoga machen oder so. So. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal, denn. Ciao.